Ich sehe aus, als wäre ich unglücklich. Aber falsch, in mir steckt ein großer Gedanke. Mögen sie mich oder hassen sie mich? Ich sehe die Menschen, wie sie mich anlächeln. Ich glaube, ich werde berühmt. Nun ja, das war mein großer Gedanke. Ein Monolog von Berlus, Bild vom Paul Klee. Ja, das ist, als wenn du das gemalt hättest und du denkst, dadurch wirst du berühmt. Also das ist ziemlich, ziemlich gut, dass du das ja, also ich habe das ja abgezeichnet. Das sieht auch gut aus, als wenn du das jetzt verkaufen würdest und dann lächeln dich alle Leute an und dann glaubst du, du wirst berühmt. Und das ist halt das Gute an dem Text, was du geschrieben hast. Ja, und ich sehe gerade, dass du einen Schreibfehler gemacht hast. Ich würde nicht sehe schreiben, sondern sehe hört. H-E. Weil ich sehe unglücklich aus. Ich sehe unglücklich aus. Klingt irgendwie besser. Vielen Dank, dass du da den Fehler entdeckt hast. Dieser Text ist aber auch so zwischen von diesem Gedanke auch so ein bisschen von meinem Gedanke. Zum Abschreiben. Du sollst den Text genauso abschreiben mit den Lippen und das Bild sollst du auch an einer Malseite machen. Es gibt ja am Computer so Malseite und das kannst du dann beides ausdrücken und dann in den Stempel stellen. Ja. Dann, das Bild kannst du dann auch noch ausdrücken. Wenn du dann das auf einen Zettel schreibst, dann würde ich diesen Zettel, weil du, man macht das ja so, als wenn du gut malen könntest, ne? Und dann denkst du, dann musst du das darum dann auch schön verzieren und dann sieht das wirklich gut aus. Dann. Als wäre ich unglücklich, aber falsch. In mir steckt ein großer Gedanke. Also dieser Text, der ist sehr, sehr gut. Und dann das ist halt, sind da jetzt halt zwei Schreibfehler drin, aber das ist halt jetzt gut und dann würde ich sagen, du beachtest diese Tipps, die ich dir gesagt habe und dann mit dem Anmalen und wie ihr mir gesagt hast, dass das dann halt schon gut aussieht dazu und dann würde das eigentlich ganz gut sehen. Texte werden nur überarbeitet, wenn es für sie eine Perspektive gibt. Also wenn sie ausgestellt werden, irgendwie veröffentlicht werden. Es werden hier keine Texte überarbeitet, nur aus Spaß an der Überarbeitung, sondern es steht immer ein Ziel dahinter. Das ist für die Motivation extrem wichtig. Also auch schon für die Motivation ganz am Anfang des Schreibprozesses ist dieser Ausblick für die Texte wichtig. Ich möchte das so in den Ständer tun, weil ich darauf Lust habe. Ja. Da ging in eine Höhle, in der Höhle wohnte ein Bär. Ich sehe aus, als wäre ich unglücklich, aber falsch, in mir steckt ein großer Gedanke. Mögen sie mich oder hassen sie mich? Menschen, wie sie mich anlächeln. Ich glaube, ich werde berühmt. Nun ja, das war mein großer Gedanke. Ein Monolog von Berner, Bild von Paul Klee. Erzähl mal, was du verändert, was ihr in der Schreibkonferenz. Ich habe Ing und Justin erfahren, also die Co-Autorin. Ich habe hier ausgeschrieben, ich sehe aus, als war ich unglücklich. Und dann hast du es wie verbessert? Ja. Und ich sehe aus, als wäre ich. C-E-H-E. Genau. Aber ich habe mitbekommen, dass die Schreibkonferenz dir ganz gute Tipps gegeben hat, wie du diesen Text als Präsentationstext gestalten sollst. Ist das richtig? Ja. Zeig ihn mal und sag mal, was dir die Schreibkonferenz empfohlen hat. Die haben noch gesagt, sie fanden es gut, dass ich immer eine Stufe freigelassen habe und sie sagt noch dazu, du könntest das auch im Text machen und ja.
Ich tue ihn dort rein, weil dass da einige das hier da lesen können, wenn sie daran interessiert sind. Danke.